So, jetzt was beschädigt ist, würde ich sagen. Ne? Oder was Erotisches. Um Gottes Willen. Also, es kommt keine Fäkalsprache vor. Ich habe übrigens eine Geschichte mit Fäkalsprache, aber die habe ich verschenkt auf einer der Lesungen. Da muss man dann das Buch kaufen. Das kann ich nicht vorlesen. Wann kommt das Buch denn raus? Du sagst es im Januar, Februar, sowas. Offiziell Januar, ich hoffe auch, aber wenn es jetzt Februar wird. Ich überblicke gerade, die einzige Minderjährige ist ja auch schon weg, aber. Nee. Die hat nicht zugehört. Keine schlimmen Wörter. Nur wenn jemand Hitze aufsteigen kriegen sollte. Entschuldigung dafür. Was hast du denn gegen Wechseljahre? Ja, nix, er hat doch keine. Ich bin gerade mittendrin. Das auch, ich habe die Haare abrasiert und trage hier so eine Perücke. Weil die zu fettig sind. Die Geschichte heißt Die Erinnerung und die ist auch dieses Jahr geschrieben worden und die wäre beinahe gar nicht in dem Buch gelandet. Erst als der Verleger dann gesagt hat, viele Seiten sind es noch nicht, da hat er noch keine Erinnerung. Da war es frei. Sie kannte ihn schon nach dem ersten Blick und doch stand der Reiz des Fremden im Raum. In den ersten Sekunden spielten sich unaussprechliche Szenen in ihrem Kopf ab. Und um das Wissen gleich Fehler zu machen, die man nur bereut, wenn man sie nicht macht, startete sie den ersten Versuch, eine der Szenen in der scheinbar realen Welt erleben zu dürfen. Er sah sie. Sie war fremd und doch vertraut. Und er wusste, dass diese Begegnung etwas mit ihm macht. Eine Entscheidungsfreiheit hatte er nicht mehr. Er sah sie, nur noch sie. Und er wusste, das darf nicht sein. Aber hatte er eine Wahl? Er ging auf sie zu. Erwartung. Ein Raum gefüllt von Leuten und plötzlich er. Zu weit weg, um genaueres zu erkennen. Und doch verkleinert sich der Raum binnen weniger Sekunden um ein Vielfaches. Ein Blick, der diese Zeit kurz anhielt. Sie hatte von ihm gehört, ihn gemocht, ohne ihn zu kennen. Und dann stand er vor ihr. Sie warf alle guten Vorsätze über Bord. Die Gedanken kreisten um Unaussprechliches und sie führte sofort einen innerlichen Kampf gegen das Verlangen und die Vernunft. Doch der Duft riss sie hier aus ihren Gedanken und es gab nur noch ein Ziel. Seine Arme, seine Lippen, sein ganzes Ich. Er wusste von ihr, wie sie lebt, was sie liebt, wo sie wohnt. Er wusste, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Ausreichende, um sich auf sie zu freuen. Was er nicht wusste, war, wie sie auf ihn wirken könnte. Jetzt stand sie vor ihm. Seine Gedanken waren irritiert. Wie kann das sein? Wie kann er von ihr beeinflusst sein, ohne sie zu erkennen? Wie kann sie nur so lächeln? Und wie kann es das mit ihm machen, was es mit ihm macht? Und egal wieso es so ist, es soll so bleiben. Es darf nicht so sein, aber es soll. Jetzt stand sie nah vor ihm. Er hatte die Absicht, sie zu begrüßen. Sie näherte sich. Sie gaben sich die Hand und ließen sich nicht mehr los. Wollten sprechen, bewegten die Lippen. Dachten beide, ich kann nicht anders, ich will nicht anders. Sie spürten das Verlangen, konnten sich nichts mehr vormachen. Was sind schon Vernunft und Pläne? Ihre Lippen berührten sich wie zufällig. Zufällig war jetzt nichts mehr. Ihre Zungen trafen sich, gierig, verlangend, fordernd. Hände, die den Körper des anderen fanden. Berührend, griffen Sehnsüchte nach dem Gegenüber habend. Unaufhörliche Sehnsucht. Hände fanden sich, berührten sich. Sie umarmte ihn, zog ihn an sich. Er berührte ihr Gesicht, ihre Wange, sah sie an. Was machen wir, dachten beide. Ich will es genauso, dachten beide. Ihr Gesicht so nah bei seinem, er sah sie an, berührte sie, küsste sie, sehnsuchtsvoll. Immer wieder und unaufhörlich sehnsuchtsvoll. Kann ich Sehnsucht nach ihr haben, so nah wie sie mir jetzt ist? Sie sah ihn an, berührte ihn, spürte ihn, küsste ihn. Konnte sie Sehnsucht nach ihm haben, so nah wie er ihr war? Er sah sie mit einem Blick an, der Verlangen in die Dunkelheit ruft und machte sie damit willens, sich ihm hinzugeben. Nichts war mehr wichtig, nichts existent. Lippen trafen sich. Er schloss die Tür auf, sah sie an, verlangend. Sie küsste ihn, fordernd. Hände griffen nach Kleidung. Zwei nackte Körper berührten sich, brauchten sich.
Nie habe ich dich gesehen und doch bist du so vertraut, dachte er. Lass mich nicht los. Ich kenne dich nicht, aber du bist mir vertraut, dachte sie. Körper, die sich suchten, sehnsüchtiges Verlangen. Zungen, die gierig waren, süchtig. Zungen, die den Hals fanden, weiter suchen. Zungen, die fanden, was sie suchten, und Körper, die sich nahe kamen. Körper, die erhitzt waren, berührt wurden, geküsst wurden. Zwei Körper, die sich liebten, die ineinander verschmolzen. Für den Moment, für eine Ewigkeit. Wir sind ich, wir sind du, wir sind eins. Ewigkeiten sind nicht ewig. Ob sie sich wiedersehen, das war nicht der Plan. Das ist nicht die Vernunft. Ob sie sich wiedersehen, was sind schon Pläne? Was ist Vernunft? Und sie fragen sich beide, habe ich eine Wahl? Und sie spüren beide Verlangen. Verlangen und Sehnsucht. Jetzt, wo ich das gerade so lese, fällt mir ein Weißstück auf, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du? Der Kano konnte damals nicht.